Ein herzliches Hallo und willkommen zurück. Irgendwo. Gehen wir an, wir müssen nach unten. Ja, das macht dann wohl Sinn. Ich war leider zu spät, um das aufzunehmen, aber Mega Man hat tatsächlich mit mir gemeckert, von wegen, ne, da bist du ja endlich wieder und hast du nicht gesehen. Ich denke mir so, das ist ja fast schon gruselig, dass das Spiel mit mir mault. Von wegen, oh, das war mal tatsächlich sehr schön schnell. Guter Einstieg sozusagen. Wir brauchen also blau. Aha. Von wegen hier, ne, er wird schon gucken, was Lan macht und so. Ich habe wirklich gedacht, ja, ist lange her, hat er schon halt recht, was soll ich sagen. Es ist sehr, sehr lange her und inspiriert hat mich jetzt quasi eigentlich auch nur die Tatsache, dass wir, oder ich zumindest, sollte ich eher sagen, ich mit euch, oh mein Gott, ja. Well, das finde ich nicht gut, dass du mir noch Fläche stiehlst. Dass wir die Mega Man. Ah, nein. Ah, nein, 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 nein. Ah, nein. Ich kann mich da nicht wehren hier. Oh mein Gott. Das ist. Im Gegensatz zu dem Kampf gerade eben, dem ersten Kampf des Videos, ist das hier schon wieder nicht gut. Oh mein Gott. Moment, wollt ihr nach unten? Wollt ihr nach oben? Aber so, ja, wir wollten blau. Ja, okay. Und natürlich habe ich absolut rein gar keine Übung geholt. Ich habe nicht trainiert. Ich habe auch nicht das nächstbeste gemacht. Ich habe nicht mal eben meine Videos angeguckt, zumindest um zu sehen, wo warst du nochmal oder sowas. Na, warum auch? Ich meine, vielleicht so grob. Ich weiß, dass wir bei den Ampeln aufgehört haben. Das war so, ja, wird schon reichen. Eigentlich wollte ich ihn hier töten, aber dann hat er meinen Schuss nicht rausgeschossen. Sozusagen. Ihr versteht, was ich meine. Ihr versteht mich doch, oder? Ich glaube, mir wurde mal gesagt, dass in den späteren Teilen in den Kämpfen oder beziehungsweise nach den Kämpfen nicht mehr geheilt wird. Und ich sehe jetzt schon Probleme auf mich zukommen wegen dieser Aussage, aber okay. Da kann man dann wohl nichts machen. Das heißt, ab da sollte ich dann tatsächlich gucken, dass ich irgendwelche Highlight-Items mit einbaue in mein Set hier. Oder, andere Option, vielleicht auch die bessere Option, ich weiß es noch nicht, die Spiele gar nicht erst auf den Kanal bringen. Dann kommen wir so ein bisschen. Ist das eigentlich ein Quake, was ich hier in der Dingens hatte? Moment, nicht Bibliothek. Kommen wir so ein bisschen zu dem, weswegen ich das LP quasi beendet habe. Oder eigentlich habe ich es ja nur pausiert, aber es war eine. Moment. Okay, nein. Jetzt provoziere ich aber auch irgendwelche dummen Kämpfe, ne? Also. Amen. Na, jedenfalls. Und das soll jetzt. Es wird wie eine Schuldzuweisung rüberkommen. Kann ich nicht ändern, aber es soll nicht unbedingt eine sein. Aber der Punkt ist halt, ich habe aufgehört, das LP zu machen,
Warum? Muss mir das vielleicht nochmal durchlesen. Eigentlich hätte die Säule gerade auf ihn drauf gehen sollen, indem ich nach unten drücke. Ich dachte, das ging so. Aber augenscheinlich ist dem nicht so. Aber ich hatte das Gefühl, dass das LP nicht gut genug ankommt, als dass ich... Moment, jetzt mal. So. Ah. Gehirn. Funktioniert. Teilweise. Streckenweise. Nicht immer. Ja, gehen wir mal hoch. Machen wir wieder runter. Hat halt das Gefühl, dass es nicht gut genug ankommt. Da kommen keine Kommentare rein. Es kommt ist bei all meinen Sachen so, weiß ich. Ist okay, aber hier in so einem LP, wo ich mich dumm anstelle, wo man mich von mir aus auch auslachen könnte, von wegen, ja, hätte auch besser ausweichen können oder sowas. Er hat mich schon irgendwie ein bisschen gewurmt, bin ich ehrlich. Wird mich wahrscheinlich immer noch wurmen. Aber ich habe jetzt zwischendrin zumindest Star Ocean 2 als LP, Mega Man, was? Wegen dem Rennen habe ich Kreis gesucht. Ich glaube, mit Kreis kann ich immer noch weitermachen. Also, Roger, das Signal sollte sich bald ändern. Wir schaffen das. Ja. Ich hoffe es doch. Wenn ich Kreis gerückt halte zum Rennen, was ich hier tue, dann gibt der automatisch Dialog. Das ist nicht gut. Oder was halt skippt, aber er klickt dann halt durch den Dialog. Das ist trotzdem nicht gut. Oh man! Ich hab erst rein gedacht, der wäre einfach in dem Blubberbad da drin gewesen, aber nö. Ah, na klar, bist du da hinten. Alter, ernsthaft? Cool. Naja, der... sind alle so ein bisschen doof, um gegen den anzukommen. Wobei, jetzt wo ich die Barriere quasi vor mir habe, weil der Boden weg ist, hätte ich auch den Harpunisten nehmen können. Aber ich glaube, der bringt immer noch nicht so viel, die ich gerne gehabt hätte. Egal. Egal, funktioniert. Und dazu kommen wir zu einer Geschichte, in Anführungszeichen, die ich erzählen wollte, nämlich die Tatsache, dass... Aha! Oh ja, das ist immer noch mein Lieblingschip, einfach weg damit. Mein Interesse an der Reihe, mal abgesehen davon, dass ich ja die als Kind gerne gespielt hätte, aber nie hatte, dementsprechend nie gespielt habe. Ein Quake 2. Bei dem sah das immer super einfach aus hier. Oder noch kein Quake 2 für mich. Wasser, das sich hoch und runter bewegen kann, aber wie? Ich habe keine Ahnung. Mega Man drückt den Farbknopf, das Signal wird rot. War wieder zu spät. Ah! Aber der Bus hat sich ein bisschen verlangsamt. Gibt noch nicht auf. Richtig. Wo wollen wir hin jetzt? Ah, das ist doch schrecklich. Ich hoffe, dass die Leute in dem Bus sicher sind. Hier lang? Lan, du hast eine Nachricht vom Mail. Was soll ich nur tun? Ich habe gehört, dass der Bus sich in die Luft jagen wird. Ernsthaft? Lan, Hilfe! Lan, Hilfe! Was soll ich nur tun? Ja, festhalten, nehme ich an. Da kann ich mich nicht einloggen. Einloggen? Nein. Muss jeder Mann hin? Das sieht aus wie eine Geisterstadt. Ich meine, ja. Wir müssen den Bus aufhalten. Okay, also anderes Signal. Ich habe keine Ahnung. Anderes Signal. Irgendwo hier vielleicht. Lan, lock dich ein, damit ich das Signal ändern kann auf Rot. Ja, wollte ich doch gerade. Aber Moment, das war R1. Und daran liegt's. Daran liegt's. Okay, nächster Farb-Dungeon.
Ich meine, habe ich einen geschafft in der Zeit, in der ich hier rum... Ah ja. Die Geschichte jetzt zu Ende erzählt. Gott, ich verliere mal so schnell den Faden. Der Punkt ist jedenfalls... Der LPer, bei dem ich mir das angesehen habe, bei dem sieht das hier so leicht aus. Der holt da sehr, sehr oft S-Ränge in den Kämpfen, hat man nicht gesehen. Ich meine, gut, vielleicht hat er es auch öfter gespielt als ich. Das ist mein erstes Mal. Ich bin halt quasi noch Mega Man Jungfrau. Mega Man Battle Network Jungfrau. Aber ja, also ne, ich habe schon das Gefühl, dass ich mich hier oft genug zum Deppen mache. Ist aber auch mal schön, die andere Seite von mir zu sehen, ne? Wie ich ständig auf den Schädel kriege vom Spiel oder so, ne? Habe ich noch ein G? Nein, habe ich nicht. Wow, du kannst einfach Blubbertürme rausholen? Nicht schlecht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, dein Schild ist mir theoretisch viel zu schnell wieder da. Holy moly. Alter Falter. Wow, du pustest sie aber raus wie sonst was, ne? Also. Holy crap. Ja, es ist kein Gegner, der mir gefällt. Nein, 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 nein. Also zumindest mit den falschen Chips gefällt er mir nicht. Wenn ich zum Beispiel die Harpunen kriegen würde, wäre das... Okay. Glaube ich weniger das Problem. Einmal wieder rum. Okidoki. Ja, gib mir ruhig denselben Gegner zweimal. Du willst nur den Schild kaputt machen, ne? Glaube ich zumindest. Das ist gar nicht gut. Schießt ihr wenigstens den Wasserkack nur nach vorne oder könnt ihr auch wechseln wohin damit? Ne, ihr schießt nur in eine Richtung, okay. Yeah. Ne, Moment, du bringst mir gar nichts. Erstmal den falschen Chip nehmen, ja, ja, ist klar. Nein. Es ist ein Vorteil, ihr schießt nur geradeaus. Taktik an... Oh, er will aber einen Schatz nur... Menno. Oh ja, die wollte ich definitiv haben. War HP Memory, da kenne ich keinen Spaß. Da kenne ich keinen Spaß. Wunderschön. Wir brauchen definitiv mitunter als nächstes sowas wie Aufladegeschwindigkeit. Das ist ja... Das ist eine schöne Sache eigentlich. Mit Charge Shots, aber mein Gott. Okay, ich wollte nur sicher gehen. Mein ja, warum nicht? Das hat besser funktioniert, als ich gedacht habe. Aber ich werde nichts dagegen sagen. Das war einfach nur schön anzusehen für mich. Oh nein. Was wollen wir erreichen hier? Ah, Mann, wir wollen gar nichts erreichen, wie ich sehe. Du bewegst dich nicht sofort, ne? Hahaha. Zwei Kanonen. Hahaha. Sehr schön. So will ich das sehen. Das Problem mit diesem Spiel, in Anführungszeichen, ist ja... Also, wirklich in Anführungszeichen nur. Ist ja die Tatsache, dass jeder Kampf unter anderem ein Krampf werden kann. Haha. Aber vor allen Dingen auch, dass jeder Kampf ein Puzzle für sich genommen ist, ne? Also, naja. Ich habe vergessen, wie die Kanone funktioniert.
Ne, und unter anderem, wenn mir die richtigen Werkzeuge fehlen, habe ich schon ein Problem, ist klar. Wenn ich nicht richtig aufpasse, was ich da mache, kriege ich Probleme, klar. Und ich passe oft genug nicht vernünftig auf, also sind die Probleme immer vorprogrammiert. Ein kleiner Teil, warum ich auch immer gedacht habe, ja gut, ich mache mir hier Mühe und krieg nichts dafür zurück, ist eben, dass ich mich hier selber immer zum Narren mache in den Kämpfen. Mega Man drückt auf den Farbknopf, das Signal wird rot. Hallo? Lern nur noch ein bisschen mehr, wir können ihn am nächsten Licht aufhalten. Richtig, bin schon dabei. Er ist gerade einfach durch Rot gefahren. Das ist nicht gut. Wir sind am Bus vorbei, wir müssen es schaffen. Einloggen, Mega Man. So schnell wie der da unterwegs war, wäre der trotzdem noch zuerst da, würde ich mal behaupten. Aber gut. Mega Man, du musst all die Verkehrslichter auf Rot schalten, all die Ampeln. Okay, wir stoppen den Bus in dieser Intersektion. Intersektion. Aber was ich dem Spiel immer zugute halten muss, ist, ich glaube, ich habe es noch nicht oft genug gelobt, theoretisch, ist halt die Tatsache, dass die Dungeons halt wenigstens bisher immer halt ein Gimmick drin hatten, aber nicht auf so einem Level, bei dem ich sage, ich will dieses Gimmick nicht mehr sehen, sondern halt wirklich auf einem Level, wo ich sage, ja, es ist ein nettes Gimmick. Man muss mal hier und da überlegen, wie man läuft oder was man da macht. Das sollte ich übrigens auch wirklich in die Tat umsetzen. Ich sollte überlegen, was ich da mache. Das ist nicht verkehrt. So, dich schalten wir erstmal sofort aus da hinten. Da habe ich keinen Bock drauf. Tschüssikowski. War schön mit dir. Du darfst als nächstes das unten kaputt machen. Hier. Na, wenn ich dann noch vielleicht wieder die Übung habe, wenn ich einfach mal ein bisschen öfter das Spiel ein bisschen öfter und mehr hintereinander wegspiele, was ich jetzt kann, weil ich habe halt keine anderen laufenden Projekte mehr, die ich aufnehmen muss, dann ist das schon eine gute Sache. Das Signal ist rot. Okay, lass uns das nächste schnappen. Roger. Roger, Dodger. Ja, Kante. Böse Kante, aber Kante nonetheless. 2400 Zenny. Das ist mein Ziel. Na, rot rauskommen ist mein Ziel. Okay. Natürlich, wenn mich das Spiel hin und wieder mit einem Base-Ship belohnt und ich einfach alles wegbombe, bin ich auch ganz glücklich drüber. Lüge ich ja auch nicht drüber. Das ist. Der Base-Ship ist auch quasi mein Heiligtum, mein Baby. Der eine Ship, der sagt, okay, du hast zumindest die Hauptspielkämpfe hast gewonnen. Zwei noch. Okay. Mist. Doppelmist. Dreifach Mist. Naja, nicht ganz. Nicht ganz so viel Mist, aber trotzdem Mist. Na, ja, schade. Hätte ja ihn halt auch umbringen können, aber nein. Ja, nein. Wollen wir gerade von meinem Erlöser reden. Da ist er wieder, der gute Bass. Der droppt die Bass. Versteht er? Nein? Gehen wir mal einfach hier lang, ne? Schön den langen Weg. Ja. Wow. Das Spiel hört mir, glaube ich, tatsächlich zu. Anders kann ich mir nicht erklären, dass ich jetzt so oft einfach mal den Chip hinterhergeworfen kriege. Ich meine, ich beschwere mich nicht.
Insofern, das werdet ihr nie hören. Mega Man drückt den Farbknopf. Das Signal wird rot. Nur noch einer. Ich muss dadurch. Ich brauche. Okay, das brauche ich nicht. Okay, wir brauchen am Ende blau, damit wir auf grün, auf rot da reingehen können. Da freue ich mich schon selber hier. Genau, mach den Number Man nochmal. Es ist so lange her. Ich erinnere mich nicht mehr. Number Man, mach Dinge. Wow. Okay, aber es geht auf alle. Das war so ein bisschen meine Frage. Allerdings hätte ich da trotzdem gerne mehr Schaden rausgesehen, aber gut. Man kann ja nicht alles haben, ne? Ah, nein. Die rote Suppe des Todes. Die war rot und suppig. Mein Herr, der Löser kam leider zu spät. Jetzt hätte er mir vielleicht noch was genützt. Ne, Moment, ich kam von da. So. Easy peasy. Und jetzt den Bus einsperren. Mega Man, jetzt! Aha! Wir haben es geschafft. Der Bus hat aufgehört. Ring, ring. Tut mir so leid, aber es scheint, du bist ein bisschen spät. Was meinst du damit? Das Gasprogramm-Virus wurde aktiviert. Was bitte was? Du magst den Bus vielleicht aufgehalten, aber jetzt wird er in die Luft fliegen. Hä? Sendung in 3, 2, 1. Er ist nicht explodiert. Ha? Color Man, was geht da los? Was geht da vor? Ich tut mir leid mit Mad. Das heißt, ich wurde Maddie ausgesprochen, ne? Ja, ich glaube schon, Maddie. Tut mir leid, Miss Maddie. Da war dieser süße kleine Nevi hier und keine Sorge, ich werde sie sofort löschen, siehst du? Hilfe! Raoul? Bist du das? Mail? Mail! Geht's dir gut? Noch geht's mir gut, aber Raoul hat Probleme, schnell. Lock Mega Man ein. Warte mal, ich komme. Halt an, halt durch, ich komme. Und so. Das sind Bussen-USBs-Ding einfach auf der Außenseite, das ist aber auch irgendwie weird. Bro, wo bist du? Ah! Hüpft er auf ihr rum? Nun, ich werde dich bald genug löschen. Aber zuerst werde ich dir beim Rumleiden ein bisschen zusehen. Hilfe, Hilfe! Ah, muss wieder Mega Man anders regeln, wa? Hey du, geh weg von Roll. Mega Man, lösch diesen Typ schnell oder ansonsten wird der Bus. Verstanden. Also du bist Color Man, hä? Lass Roll gehen, ich bin derjenige, den du willst. Na sicher, ich werde dich zuerst löschen und sie dann später löschen. Lass es loslegen. Battle Routine Set. Execute. Yeah. Das ist nicht gut. Glaube ich. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan von dem Kampf hier, aber... Springst du? Du bist doch bestimmt so eine Springbohne, oder? Ah, okay. Moment, habe ich gerade ihn getroffen oder hat er es einfach nur aktiviert? Nee, ich habe ihn nicht getroffen. Er aktiviert es einfach. Okay. Ist ja wichtig, muss ich ja wissen, aber... Es wäre vielleicht ganz cool, wenn das Ding da nicht direkt davor wäre. So, ich verkacke hier an! Danke! Was soll man den denn sonst treffen, ey? Ich hätte den Knopf nicht drücken sollen, aber ist egal. Ich hätte gerne meine Harpune eingesetzt und das hätte ich auch machen können. Oh, ich weiß nicht, was es ist, aber das sieht so ein bisschen aus, als hätte er seine Hosen ausgezogen. Das gefällt mir nicht. Zieh deine Hosen wieder an. Das wäre wirklich fein, mein guter Herr. Die Attacke bis nach da hinten durchkommt? Ich glaube ja nicht.
Nein. Der Kampf ist nervig, aber sehr, sehr machbar. Trotzdem nervig. Mist. Ungeduld ist selten gut und grundsätzlich keine Tugend. Mir doch mal irgendwie. Ich habe aber auch wirklich zu wenig mit vernünftiger Reichweite eingebaut. Ich sehe das schon, ist okay. Na, mir fehlt halt irgendwas, was ich definitiv ohne Probleme halt durch die Gegend bekomme. Oh nein. Naja, obwohl, der Ball fliegt ja über mich. Na, die Türme, schöne Sache in der Theorie, aber in der Praxis wird das Ding nie da durchkommen. Oh fuck. Oh Gott. Und wenn ich immer das, ja gut, und wenn ich stehen bleibe, ist auch dumm von mir selber. Oh mein Gott. Die geben mir aber auch wirklich nicht einen Chip, der mir jetzt gerade so richtig helfen würde, ne? Der einfach sagt, ja, hier hast du, aua. Jesus Christ. Und wer hat wieder nicht gespeichert vor dem verkackten Kampf? Ich. Geht's dir gut? Ich glaub schon. Danke, Mega. Sicher, dass du keine Fehler hast? Ja, mir geht's gut, wirklich. Aber was ist mit Mail? Du solltest dich besser ausloggen. Okay. Machen wir das mal. Len! All die Sachen, durch die ich wegen dir durch muss, ey. Na komm schon, Len, sei nice. Sei nice, ja, sei nett. Nein, Len hat schon recht. Danke dir, Len. Hey! Warum kommst du mir so nah? Ich ja. Ah, Len, du bist rot. Sehr ruhig, werde ich nicht. Nun dann, lass uns jetzt Geschenk einkaufen gehen. Komm schon, Len, lass uns gehen. Und jetzt bist du einfach glücklich und alles. Was zum Teufel ist hier los? Nun, das ist ein Geheimnis. Er hat echt keine Ahnung. Du hast echt keine Ahnung. Hey, warte mal. Bitte vergib mir, Sir. Dummkopf! Was schon wieder versagt? Bitte. Schweig! Keine Entschuldigung mehr. Ah. Count Zapp! Ja, Lord Whitey! Hör zu, genug mit diesen zweistufigen Schemes. Lassen Sie statt ein für alle Mal niederreißen. Count Zapp, ich zähle auf dich, verstanden? Warum hat der immer gestottert? Der hat doch nicht immer gestottert, oder? Nein, das wüsste ich, nein. Ich höre und ich gehorche, Lord Whitey. Der hat doch nicht immer gestottert, und nein. Viele Tage sind vergangen seit dem Ampel-Zwischenfall. Bis zu einem Nachmittag. Mann, ich verhungere. Ich frage mich, was es heute Abend zu essen gibt. Ha? Aber Len, du hast gerade in der Schule Mittag gegessen. Nun, ich kann mich nicht einfach einmal pro Tag wieder aufladen, so wie du, Mega Man. Hey, okay. Hey, warte. Wir sollten nach Hause gehen. The Bone Bunch fängt gleich an. Len, du hast Mail und sie ist von Dad. Len, wie geht's dir? Ich werde dich heute sehen. Das heißt, du wirst kommen, um mich zu sehen. Es gibt eine große Party heute im Government-Komplex. Ich lade dich und Mom ein, dass ihr mir Gesellschaft leistet beim Dinner. Beim Abendessen also. Lass uns um 7 vor dem Fernseher im Sci-Lab. In der Sign-Up-Lobby treffen. Sag Heil zu Mom für mich und lass sie, gib mir Bescheid wegen heute Abend. Dad. Alright! Wir werden Dad sehen. Ich werde essen, bis ich platze heute. Als ob du gestern auf einer Diät gewesen wärst. Okay, Len, lass uns nach Hause gehen und das Mom sagen. Übrigens hast du Mail. Lass mich raten, dieselbe Mail? Nein, tatsächlich nicht. Sehr schön. Nein, nein, nein.
Gut, dass ich es einfach festhalten kann. Mystery OP. Das Density Autofahrsystem wurde gehackt. World Free wird dreister Tag für Tag. Ich hörte, der Operator, der das Problem gelöst hat, war kein Netbattler. Hat sich vorzustellen, dass ein Zivilist sich um so einen hochleveligen Zwischenfall kümmert. Wer ist dieser Mystery Operator überhaupt? Wer weiß. Ich habe etwas für dich. Komm bei den Wasserwerken vorbei. Well, jetzt will ich nicht mehr. Wenn man mir das so sagt, so, komm vorbei. Will ich aber auch nicht mehr. Mir egal. Egal! Oh ja, ich hab ihn nicht drauf gedrückt. Oh, schön hier. Ich hoffe ja. Ihr hattet Spaß an dem Ganzen. Ich werd mir Mühe geben, mein möglichstes tun, dass wir. Hatte ich nicht an, ne? Wollte schon sagen. Hätte mein Tod bedeuten können im Kampf mit Color Man, wenn ich so drüber nachdenke. Egal. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Freude. Ich hoffe, ihr schreibt mir einfach. Kommuniziert mit mir. Lasst es die Mühe wert sein. Macht euch von mir aus auch über meine Verluste oder meinen Versagen lustig. Soll mir ziemlich egal sein in dem Sinne. Aber ich ziehe das jetzt durch. Bis zum nächsten Mal. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Patrons bedanken für ihre Unterstützung. Da hätten wir Snow Villier, Pan 88, Nikita und Michael Hoffmann. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und auch beim nächsten Mal werden wir mit Megaman.exe und Lan zusammen das Internet aufräumen und von Viren befreien. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, hinterlasst ein Like, da unten ist ein schöner Knopf dafür, kommentiert das Ganze und im besten Fall abonniert ihr noch meinen Kanal, um bloß keine Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.